Es ist eine Sammlung, von der viele Museen nur träumen können. Da finde ich sehr viele Positionen, die mir sehr gut gefallen, bis hin zu dem Moment, dass man sagt, das hätte ich aber auch gern. In Teilen regional und es ist gleichzeitig eine internationale Sammlung. Ein Bekenntnis dafür, dass Kunst und Kultur ein ganz wichtiger Teil unseres gesellschaftlichen Lebens sind. Mehr als 100 Jahre Zeitgeschichte reflektiert in Kunst. Das ist die Sammlung der LBBW. 50 Jahre gibt es sie und die Bank feiert. Mit einer Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart. Der Titel: Jetzt oder nie. Für uns ist Kunst immer die Auseinandersetzung mit der Gegenwart, in der wir zu der Zeit leben. Diese Kunst lädt ein zur Auseinandersetzung, zur Diskussion mit unseren Mitarbeitern, mit Kunden, mit der Öffentlichkeit. Wir sind stolz, dass wir im Laufe der Jahrzehnte eine sehr bedeutende Sammlung zusammenbekommen haben. Museen stehen für die Sichtbarmachung und für die Vermittlung von Kunst. Ich freue mich deshalb sehr, die hochrangige Sammlung der LBBW hier bei mir im Haus zeigen zu können. Denn sie zeigt sehr anschaulich nicht nur Kunstgeschichte der letzten Jahrzehnte, sondern Geschichte anhand von hochrangigen Kunstwerken. Von der klassischen Moderne bis in die Gegenwart. Mehr als 3000 Kunstwerke umfasst die Sammlung. Heimische Meister wie Gerhard Richter, Otto Dix, Tobias Rehberger und internationale Stars wie Martha Rosler. Die LBBW-Sammlung gehört zu den ganz wenigen Corporate Collections, also Unternehmenssammlungen, die tatsächlich professionell besammelt und entwickelt werden. Das ist eigentlich eine Ausnahme. Bei der LBBW haben wir eine professionell verwaltete, in einem demokratischen Verwaltungssinne bewirtschaftete Sammlung. Und das ist schon sehr beachtlich. 150 Werke sind zum Jubiläum im Kunstmuseum zu sehen. Zu Beginn und Gründung der Sammlung 1971 durch eines unserer Vorgängerinstitute der städtischen Girokasse war ganz klar das Medium Malerei im Fokus, Kunst des deutschen Südwestens, auch als Ausdruck der Verbundenheit zu unserem Geschäftsgebiet und der Region. Dieses, sage ich mal, doch sehr klar definiert, aber auch eng umrissene Sammlungsgebiet hat sich dann sukzessive in den 80er Jahren bereits in den gesamtdeutschen Raum erweitert. Die farbstarken Werke des Malers Adolf Hölzel zählen zu den ersten Ankäufen der Sammlung. Sie eröffnen die Ausstellung neben Werken von Max Lehvogt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts dominieren Porträtkunst und vorindustrielle Idylle. Zu sehen auch bei den schwäbischen Impressionisten wie Otto Reiniger. Ausgehend wirklich von den allerersten Anfängen der Sammlung, dem schwäbischen Impressionismus, werden hier auf den drei Stockwerken in einem historischen, chronologischen Umlauf, so würde ich es formulieren, deutsche Geschichte von der Vorkriegszeit bis zur Wiedervereinigung, dann im oberen Geschoss bis in die alleraktuellste Gegenwart vor Augen geführt. Die krisenhafte Zeit der Weimarer Republik spiegeln die Werke von Otto Dix. Im Grabenkrieg verarbeitet der bekannte Maler seine Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg. Sein Bildnis der Tänzerin Anita Berber ist ein Sinnbild der zerrütteten Gesellschaft damals. Sie gilt als Herzstück der Sammlung. Eine Ikone des 20. Jahrhunderts, eine Ikone der Malerei. 2005, 2006 stand dieses Werk aus dem Eigentum der Dix-Familie zum Verkauf. Die Landesbank Baden-Württemberg hat sich zum damaligen Zeitpunkt entschieden, dieses Bild, das eben auch ein Herzstück der städtischen Otto-Dix-Sammlung ist, für die Stadt Stuttgart, für das Land Baden-Württemberg zu retten, zu erwerben und es seitdem als Leihgabe für das Kunstmuseum Stuttgart zur Verfügung zu stellen. Anita Berber ist in der Tat ein ganz wichtiges Key-Visual für das Kunstmuseum der Stadt Stuttgart. Ohne die LBBW-Sammlung gäbe es dieses Weltklasse-Niveau in unserem Kunstmuseum nicht. Wie Anita Berber ist auch er ein Zeuge seiner Zeit, der kleine Martin Honert. Die Plastik-Foto ist ein sehr persönlicher Blick in die 50er.
einen fast verloren blickenden kleinen Jungen im Outfit eines Erwachsenen. Also nicht so als lebensvolles, spielendes Kind, sondern eben eher in sich versunken und ins Nichts schauend. Das ist eine Wirklichkeit, wie sie eben auch viele Kinder und Jugendliche durchlebt haben. Hier in der Ausstellung scheint er zu schauen auf ein Foto von Thomas Ruff, einem westdeutschen Plattenbau, der in mittelbarer Nachkriegszeit, als Deutschland in Trümmern lag. Und das sind so diese Momente, wo Zeitgeschichte eben auch spürbar und unmittelbar erlebbar wird. Dieses Nachtbild ist eine spätere Aufnahme von Thomas Ruff, einer der ersten Fotografen, dessen Bilder die LBBW ankauft. Inzwischen ist das Medium Fotografie nach der Malerei rein zahlenmäßig das zweitstärkste, aber auch qualitativ sind eine Reihe von künstlerischen Höhepunkten über das Medium Fotografie dann auch in die Sammlung gelangt. Wesentlich für die Weiterentwicklung der Sammlung ist auch die zeitgenössische internationale Kunst. Feministische Positionen wie Tracy Emmons Love Poem oder Martha Rosler. Die amerikanische Fotografin beschäftigt sich in ihrer Fotoserie House Beautiful – Bringing the War Home mit dem Vietnamkrieg, kontrastiert heile Welt mit den Schrecken des Krieges. Um darauf aufmerksam zu machen, wie es denn wohl wäre, wenn eben Soldaten nicht in Vietnam durch die Hütten und die Häuser streifen, sondern das würde im eigenen Land, im eigenen Haus passieren. Und mit diesen doch sehr, sag ich mal, mahnenden und auch sehr direkten Fotoarbeiten hat sie natürlich intensiv Einfluss genommen auf die damalige gesellschaftspolitische Diskussion. Das wohl größte Ausstellungsstück, der Helikopter 21, Flucht- und Befreiungsfahrzeug, ist ein Nachbau aus Originalentwürfen der linksextremen Rote Armee-Fraktion, kurz RAF. Mit dem Hybrid aus Fahr- und Flugzeug sollten damals RAF-Mitglieder aus der JVA Stammheim befreit werden. Kunst ist immer auch die Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte und mit gesellschaftlichen Prozessen. Kunst soll die gesellschaftliche Debatte bereichern und sie soll den politischen Verantwortungsträgern Anstöße geben. Geschaffen hat die Kunstwerke Franz Ackermann. Für die LBBW ist der Künstler kurz vor Ausstellungseröffnung in Stuttgart, um sein Gemälde Kaufhausbrand zu überarbeiten. In beiden Arbeiten beschäftigt er sich intensiv mit der ersten RAF-Generation. Mit dieser historisch-geschichtlich-faktischen Erzählung, nämlich diesen Plänen dieses Autos, in den Raum zu gehen und die Malerei an der Stelle Koexistenz zu behandeln im Thema. Und man sagt immer, die zweidimensionalen, wenn sie in den Raum gehen mit Skulptur. Ich habe es gewagt und das Resultat ist heute im Kunstmuseum. Der Maler und Installationskünstler ist international gefragt. Sein Talent hat die LBBW-Sammlung früh erkannt. Das Schöne an der Sammlung ist, dass sie früh anfangen und einen dann begleiten. Also für mich trifft es zu. Also ist fast schon eine schöne, freundschaftliche, kollegiale Begleitung und letztendlich auch eine Würdigung meiner Arbeit. Auch das geteilte Deutschland spiegelt die Sammlung wider. Zum Beispiel in Josephine Maxappers Wandvitrine Die Wüste des Realen. Wir als Kunstmuseum haben der Künstlerin 2007 eine große Sonderausstellung gewidmet und besitzen mehrere Arbeiten von ihr. Sie zeigt sehr anschaulich die Verbindung zur Warenwelt und zur Konsumwelt. Das klassische Bild, das Rollenverständnis der Frau in einer überkommenen Gesellschaft, die im Grunde genommen nicht die Gleichberechtigung der Frau dann lebt, das ist ein sehr bitterböser Kommentar. Laura Schawelka kommt zur Installation ihres Werks nach Stuttgart. Ihr Thema, die Konsumgesellschaft. Die junge Künstlerin kombiniert einen verführerischen Granatapfel mit Textpassagen zu Kleptomanie. Ich sehe meine Arbeit durchaus als konsumkritisch, weil es ja bezeichnend ist, dass sozusagen schon am Anfang des Kapitalismus im 19. Jahrhundert das Habenwollen als etwas Pathologisches gesehen wurde, dass sozusagen die Frauen als krank dargestellt wurden, weil sie etwas stehlen, was ihnen angeboten wird. Die Fotografin und Medienkünstlerin war Meisterschülerin von Tobias Rehberger. Sie steht am Anfang ihrer Karriere. Die Aufnahme in die Sammlung LBBW, ein Sprungbrett.
Es ist natürlich ein großartiges Gefühl, in so einer hochkarätigen Sammlung vertreten zu sein, auch gerade hier in dem Kontext mit Shannon Bowl und anderen Künstlerinnen, die ich einfach schon sehr lange schätze und eben schon seit meinem Studium mir wichtige Referenzpunkte sind. Oder da hinten sehe ich Martha Rosler. Und dann jetzt hier in dieser Mitte zu hängen, ist natürlich großartig. Es ist von allergrößter Bedeutung, dass Unternehmen, die eigene Sammlungen aufbauen, in Nachwuchs investieren und die jungen Künstlerinnen und Künstler auch über eine gewisse Zeit begleiten. Und dass die Landesbank Baden-Württemberg als eine große Bank des Landes sich hier so committet und jetzt auch gerade in den letzten Jahren wieder verstärkt Kunst für die Sammlung kauft, ist ein ganz, ganz starkes Signal und starkes Bekenntnis auch zum Kunst- und Kulturstandort Baden-Württemberg. Dass auch Film Kunst sein kann, zeigt Anna Witt. Mit ihrer Videoinstallation Körper in Arbeit kritisiert sie den Zwang zur Selbstoptimierung in der modernen Arbeitswelt. Auch Christian Jankowski arbeitet mit Video. 45 Minuten Kunstmarkt TV. Der ist der Zeichner schlechthin. Wunderschön eingerammt. Da kommt kein Ungeziefer rein. Diese Sendung, eine Persiflage auf die Ökonomisierung des Kunstmarkts. Ein Kunstwerk. Und es war immer das Bestreben, der Sammlung ganz eng verzahnt mit dem zeitgenössischen Kunstgeschehen zu sein. Das zeitgenössische Kunstgeschehen hat sich eben in viele Bereiche, in viele Medien und auch in vielen Fragestellungen bewegt. Wir sind nicht in den 70er Jahren stehen geblieben, weder in der Gesellschaft, in der Kunst noch in der Sammlung. Thematisch geht die Sammlung immer wieder neue Wege, sammelt Kunst für ein neues Millennium und adressiert die Themen der Zeit. Technik und Digitalisierung zum Beispiel. Zu sehen bei Tim Beresheim oder Michel Majerus. Gewöhnlich hängt sein Kunstwerk MOM Block Nummer 61 im Büro von Thorsten Schönenberger, Mitglied des LBBW-Vorstands und Leiter des Sammlungskuratoriums. Wir haben einige inhaltliche Richtungen, in die wir die Sammlung weiterentwickeln. Eine davon ist zum Beispiel das Thema oder die Überschrift Kunst in Zeiten des Anthropozäns, wo es wiederum genau darum geht. Wir versuchen mit der Kunst abzudecken, zu beobachten, mit der Kunst mitzuleben, inwieweit der Mensch in unserem Zeitalter seine Umwelt verändert. Ein besonders imposantes Beispiel dafür das Werk Happy Banyan von Daniel Knorr aus der Depression Elevations Werkgruppe. Es muss vorsichtig transportiert werden, zählt mit rund 200 Kilogramm zu den schwersten Arbeiten der Ausstellung. Spuren des urbanen Lebens. Rillen, Schlaglöcher hat der Künstler vom Boden abgenommen und die Formen mit Polyurethan aufgefüllt. Das ist dann so ein dreidimensionales, zunächst mal sehr poppig, unverbindliches Objekt entsteht. Erst wenn man die Geschichte der Entstehung erkennt und den Gesamtzusammenhang, erschließt sich auch hier das Thema Migration und kulturelle Identität. Kulturelle Identität, das ist auch Thema in den Arbeiten der französisch-indischen Künstlerin Nadira Hussein und des Fotografen Sven Jone in seinem monumentalen Werk 47 Falls Between Calais and Idomeni. Wie Knorr richtet er den Blick auf den Boden und dokumentiert Orte entlang der Flüchtlingsroute. Alle diese Orte, die er aufsucht, sind historisch kontaminiert. Da finden sich Schlachtplätze des Ersten Weltkrieges wie Ypern, da finden sich deutsche Konzentrationslager, es finden sich aber auch die Kriegsschauplätze des serbisch-bosnischen Krieges wieder. Es ist im Grunde genommen eine Reise über einen von Kriegen und Katastrophen verwüsteten Kontinent. Geradezu idyllisch wirkt dagegen die Fotografie Aletsch-Gletscher von Andreas Gurski. Doch es ist ein sterbender Gletscher, bedroht vom Klimawandel. Die Sammlung der LBBW greift den aktuellen Diskurs auf, führt ihn weiter, in vielen Bereichen. Die Kunstwerke sind Denkanstöße für jeden, der sie sehen möchte. Und dass die Bevölkerung jetzt die Möglichkeit hat, ganz unproblematisch Spitzenwerke der Sammlung zu sehen und auch zu sehen, wie konsequent gesammelt wurde, wie sich unterschiedliche Sammlungslinien zusammengefügt haben, wie breit das Spektrum ist, das die LBBW hier hat, halte ich für ganz enorm wichtig. Eine Sammlung hinter verschlossenen Türen macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Wir haben diese Sammlung natürlich immer wieder an verschiedenen Gelegenheiten gezeigt, ausschnittsweise. Jetzt haben wir die einmalige Gelegenheit, anlässlich unseres Jubiläums die Breite unserer Sammlung einer Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Gelegenheit haben wir beim Schopfe genommen. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. 50 Jahre Sammlung LBBW.